Ja, allerdings, ein schönes Spiel wäre schon cool, aber ich hoffe für uns. Pierre-Michel Azoga hat sich die Haare in den Vereinsfarben gefärbt. Jetzt wird er verrückt, der Hund. Ich hoffe mal, das werden wir heute nicht allzu groß im Bild sehen. Nämlich nicht in Form von Toren von ihm. Nein, sehen tun wir eh nichts, wir lesen nur. Ja, wollen wir mal gucken. Bietet sich wenig Raum momentan. Jetzt kommen wir mal vors Tor. Ja, und die mir vors Tor kommen. Tim Mattausch, wer sonst? 16. Saisontor. Hiroshi Kiyotake mit der Vorlage. Zum ersten Mal sind wir gefährlich vor dem Tor und schon hat es gescheppert. Weiter Einwurf von Marcel Sabitzer von der rechten Seite in den Strafraum. Ist schon fast eine Flanke. Kiyotake verlängert. Mattausch ist hier schneller als Demidov. Unerreichbar für Trapp über die Torlinie. Super, meine Lieben. Frankfurt hat natürlich noch sehr, sehr viel Zeit, wie es auch hier steht, das Ding auszugleichen, beziehungsweise noch zu drehen komplett. Wollen wir einfach mal schauen. Vestergaard, absichtliches Handspiel. Ach, das ist auch wieder so ein Blödsinn. Lasogga wollte das Ding hier an ihm vorbeilegen. Jetzt hat er sich wegen sowas jetzt mal wieder zur Schildkröte degradiert. Jetzt darf er nämlich nichts mehr machen. 75 Minuten lang, ja, brav sein. Yannick Vestergaard. Ich hoffe mal, dass er das schafft. Ich zweifle da im Moment so ein bisschen dran. Ja, und jetzt klatscht es hier sofort mit einer kleinen Chance. Und wer natürlich? Pierre-Michel Lasogga. Alexander Meyer legt schön auf Inouye auf. Der verzieht, aber Lasogga mit seinem Torriecher ist genau im richtigen Moment da, wo er sein muss. Drückt das Ding über die Linie. Ja. So schnell war das 1:0 dann wieder Geschichte. 1:1 steht es. Jetzt kommen wir wieder nach vorne. Hätten hier sofort nachlegen können. Verwirrung im Strafraum. Keiner schlägt den Ball da entscheidend weg. Schließlich schnappt sich Mattausch die Kugel aus kurzer Distanz. Ist aber Trapp unüberwindbar. Ja, und jetzt. Mann, Mann, Mann. Das ist das Spiel der kleinen Chancen. Es ist wieder Mattausch, 17. Tor. Es ist wieder Kiyotake mit der 12. Vorlage. Meine Güte, was für ein Match hier. Kiyotake sucht Mattausch, der den Ball nicht richtig trifft. Am Ende kommt er doch zu ihm. Er kann ihn stoppen. Überwindet Trapp mit einem Flachschuss aus 10 Metern. Ja, was soll ich hier sagen? Also es ist unfassbar, wie das hier hin und her schwappt. Nächste Möglichkeit, gute Chance für Sabitzer. Der kommt hier in den Strafraum, aber sein Schuss ist zu kraft- und saftlos. Kein Problem für Trapp. Ja, jetzt hätte man ein bisschen Beruhigung hier reingebracht. Verletzung Pierre-Michel Azoga. Jetzt bin ich gespannt. Es wäre natürlich ärgerlich, wenn er raus müsste, ganz ehrlich. Also wir wollen ja fair gewinnen und auch unter bestmöglichen Voraussetzungen, wenn es möglich ist. Und so eine Verletzung von so einem Topspieler wäre einfach schade. Ich denke mal, der kann aber weiterspielen. Er gibt Entwarnung, kann weitergehen, ganz genau. So, jetzt müssen wir mal gucken, dass wir vor der Halbzeit hier keinen Blödsinn mehr veranstalten. Ja, Kiyotake hat ein schlechtes Spiel gemacht, scheinbar. Also er hat zwar 2 Vorlagen gemacht, aber er steht nur bei einer 3,5. Hier sehen wir es. Mattausch ist da schon besser dran. Klar, wenn du 2 Tore machst, was willst du da auch in der schlechten Note haben? Ich würde sagen, alles läuft nach Plan. So, da müssen wir motivieren. Ich würde auch sagen, Vollner motivieren. Wir können Papadopoulos mal loben. Er freut sich. Kiyotake motivieren. Ja, Wiesmeier hat man gar nicht gesehen heute. Bislang. Muss nichts heißen, aber das geht besser. Das weiß er wahrscheinlich selbst auch. Wiesmeier auch noch eine Massage. Also frisch ist er. Da kann er sich jetzt nicht beschweren. Wir müssen jetzt echt gucken. Also ich habe keine Möglichkeit so richtig für Vestergaard. Klar, ich könnte Papadopoulos zurückziehen. Und dann den Balic reinsetzen. Aber jetzt zur Halbzeit natürlich eher eine nicht so willkommene Angelegenheit. Oh, das ging schnell. Jan Mora weg, der uns ja so einen Pokal so geärgert hat. Hat hier Papadopoulos gefoult. Sieht dafür gelb. Konzentration. Frankfurt kommt. Kleine Chance. Diesmal keinen Ausgleich. Konter endet bei Pierre-Michel Azoga, der 2 Gegenspieler sich hier gegenüber sieht, findet keine Anspielstation. 25 Metern denkt er sich, einfach mal draufklatschen und hier hat Schäfer keine Mühe mit. Nächste Chance für uns, die ist nicht schlecht, die ist super. Kein Tor mit der bisher besten Chance. Wiesmeier nutzt den Stockfehler von Pirmin Schwegler, steht frei vor Trapp. Will zurücklegen auf Mattausch, aber Zambrano kann zur Ecke retten. Wenn sich das mal nicht noch rächt, also das hätten wir nutzen müssen, denke ich. Wieder ist Zambrano beteiligt. Wiesmeier versucht sich da mit unfairen Mitteln gegen ihn ja, Platz zu verschaffen. Ist natürlich klar, dass das abgepfiffen werden muss. Jetzt hat Schändler sich eine gelbe geholt. Es ist ganz lange her, dass der mal hier gelb bekommt. Gehen hier auch die Tacklings zurück.
Also langsam müssen wir da echt aufpassen. Jetzt schon 50% unserer Verteidigung gelb vorbelastet. Knifflig, würde ich sagen. Was haben wir denn hier für ein... Ja, das Pressing... Wir machen das mal ein bisschen runter jetzt hier. So, ich denke mal, 60 Minuten haben wir jetzt vorbei. Ich gehe mal wechseln. Was machen wir denn mal? Ich würde ja normalerweise gerne mal den Westergaard da rausnehmen, weil der Lasogga ist sowas von gefährlich. Und, Balic. Ich denke mal, Balic ist gut neben Vollner. Die beiden kennen sich ja. Und, können wir vielleicht noch einen Wechsel machen? Wir haben jetzt knapp eine Stunde gespielt. Wir hatten hier eine gute Note. Tam Mattausch könnte ich normalerweise mal rausnehmen. Schon wir mal Tim Mattausch. Ich denke mal, Polter, der brennt auch drauf, dass er nochmal spielt. Was ist jetzt? Was ist das denn? Mattausch. 18. Tor, Kiyotake. Warum denn jetzt? Warum ist jetzt ein Tor? Ich war doch noch am Auswechseln. Normalerweise kommt doch immer der Balken da. Auf jeden Fall Kiyotake flankt von links in den Rücken der Abwehr zu Mattausch. Nimmt den Ball direkt, hämmert den Ball ins Tor von Trapp. Ich meine, ich habe ja nichts dagegen, dass so Tore fallen. Das kommt jetzt mir sehr überraschend. War so ähnlich wie, leider das letzte Spieltag. Gegen Düsseldorf. Nee, das war gegen Bremen, genau. Als wir diesen Konter dann kurz vor Ende hatten. Zambrano blockt Kiyotake, trifft ihn mit der Schulter ins Gesicht. Ich hoffe, dass er sich da nicht irgendwie die Nase gebrochen hat oder sonst irgendwelchen Schnickschnack. Wäre schlecht für ihn. Dann hätte er nicht nur Schlitzaugen, sondern auch eine glatte Nase. Wollen wir nicht. So, Funk kommt hier. Marco Höger geht raus. So, ich denke mal, wir können auch noch. Nee, wir können eigentlich gar nichts. Ich kann dir eine gute Note haben. Ich könnte höchstens Pinola mal rausschmeißen, dafür nochmal Plattenhardt reinbringen. Oder Mali für Kiyotake. Gebhardt für Wiesmeier. Ich denke mal, Yunus Mali für Kiyotake. Minute 3 ist ja nicht so schlecht. Es geht natürlich alles besser, wir kennen ihn ja. Aber er hat sich anscheinend wirklich dann im Spiel Auszeiten genommen und dann wirklich nur für die Tore dann die Bälle vorbereitet. Ich meine, die sollen ja recht sein. So, Frankfurt kommt. Ja, und die machen hier sofort den Anschluss. Und natürlich, wer sonst? Der ist nicht zu bremsen, der Kerl. Eintracht Frankfurt kann nochmal aufhorchen lassen. Inui. So, Zeitspiel. Pressing zurück. Abwehrreihe ein bisschen zurück jetzt. Einsatz ein bisschen erhöhen hier. Konterspiel ist klar. Hinten dicht. Jetzt nochmal Frankfurt. Jetzt bitte nicht hier zwei Tore innerhalb von 5 Minuten. Das wäre sehr bitter gewesen. Das war wieder Lasogga. Und jetzt muss ich hier mal nochmal kurz in die Taktik rein. Was ist denn hier los? Der Kerl, der rennt ja hier für... Na gut, Papadopoulos, der ist da hinten. Jetzt kommt mal Balic auch noch drauf. Alles drauf hier. Alles drauf auf Lasogga. Chandler, Inui. Kann ja so machen. Hier Vollner auf Rot. Nee, so weit wollen wir es nicht kommen lassen. Also... Meier scheint sich verletzt zu haben. Vollner spielt den Ball raus. Es wird noch knifflig, nehme ich an. Also ich habe kein so wahnsinnig gutes Bauchgefühl gerade mal. Vor allem nicht Lasogga. Ich glaube, da kannst du noch einen Ochsen vorspannen. Der läuft dir trotzdem noch weg. Nachspielzeit eine Minute. Gott sei Dank. Ja, es ist rum. Wir haben uns hier dann am Ende mal wieder, ja, die Nerven nochmal selber ruiniert, würde ich sagen. Und hier haben sie die Haare gekostet. Ja, stand 3-1. Ganz komisch. Das Tor gefallen. Und Frankfurt hat hier gezeigt, warum sie gegen Bayern unentschieden gespielt haben. 2 Gegentore haben wir wieder kassiert. Also es muss besser werden, wenn ich da an Moskau denke. Das kann teuer werden. Auf jeden Fall, ich mache erstmal, ja, mir einen Tee oder sonst irgendwas. Und dann sehen wir uns gleich im Nachbericht, Leute. Ja, Leutchen, da bin ich wieder. Aus Frankfurt. Wir haben 5 Tore gesehen, Gott sei Dank. 3 für uns und nur 2 für Frankfurt. Also dieser Lasogga, das ist ja schon irgendwie ein Phänomen. Der ist Sturmtank, Publikumsliebling, ehrgeizig, der hat einen Torriecher von 83. Ja gut, das erklärt einiges. Was ist denn hier los? Der ist verstimmt. Also er darf bei Abstieg abhauen, aber ich glaube nicht, dass die absteigen. Die sind ja sehr stark. Haben auch gegen Bayern, wie gesagt, unentschieden gespielt. 4,6 Millionen haben sie sich kosten lassen. Es ist aber schon mittlerweile über das Doppelte wert. Nicht schlecht. 22 Tore in 51 Spielen. Wie sieht denn die Saison bei ihm aus? Ja, ich denke mal, was ist das hier? 18 Spiele, 7 Tore. Da war er wahrscheinlich in den Pokal gegen uns die Hälfte gemacht und dann heute auch nochmal. 2 Buden, ja genau. Da oben hat er auch so. Also anscheinend hat er ein Abo gegen uns, Tore zu machen. Hier nicht, im Hinspiel. Im Pokal hat er 2 Dinger gemacht, nur der 1,5. Heute hat er 2 Tore geschossen.
Mit 3,0, das ist wahrscheinlich ein bisschen zu schlecht angesetzt. Also der hätte normalerweise eine bessere Note haben müssen. Der war ja auch noch ein bisschen angeschlagen zwischenzeitlich. Ansprachen waren wieder erfolgreich, das ist klasse. Die Statistiken. Wir sind einfach, ich finde, wir sind wirklich eine Mannschaft mit Ballbesitz, wenn wir über Konter spielen. Also wir bereiten das wahrscheinlich sehr gut vor. Also wenn wir Ballbesitz haben, dann legen wir uns die Mannschaft dann irgendwie zurecht, den Gegner. Also kann ich mir das irgendwie nur erklären, weil irgendwo muss der Ballbesitz ja herkommen. Ja, wir bleiben vorne, es ist aber sehr knapp. Schalke 2:1, das bleibt bei der Tordifferenz, die das hier ausmacht zwischen Platz 1 und 2. Wir haben plus 21, die haben plus 19, wir haben gleich viele Tore geschossen, die haben einfach nur 2 weniger kassiert. Das ist schon geil, oder? Also nach 20 Spieltagen, dass es hier an 2 Türchen hängt, oder an, sagen wir mal eher so, an 2 zu viel kassierten Türchen. Gut, Frankfurt 14, ich hätte die eigentlich weiter oben erwartet. Wer gegen Bayern so gut spielt und gegen uns uns im Pokal rausschmeißt und heute schon wieder knapp dran ist und 2 Tore schießt, da hätte ich nochmal so gedacht, dass die weiter oben sind. Sind aber auch natürlich nicht in Abstiegsgefahr, logisch. Die haben 21 Punkte, Köln verliert wieder, die haben 10, Fürth verliert und Düsseldorf verliert ja sowieso ständig. Heute 2:0 gegen Gladbach, ja gut, das ist vertretbar. Fürth hat 2:0 gegen Hertha verloren. Ja, die haben sich dann natürlich jetzt alle abgesetzt. Freiburg, das könnte nochmal knapp werden, aber ich denke mal, alles, was hier über dem 15. Platz hängt, die müssen sich da wenig Sorgen machen. Stimmen. 3 Punkte werden auch auswärts verteilt und wir haben sie Gott sei Dank mitgenommen. Yunus Malli, Statistik, beziehungsweise Spieltagsstatistik. Paul Scharner, Spieler des Tages, ist der immer noch beim HSV? Ja, der ist auch gar nicht so schlecht. Also, der hat kaum abgebaut. Gibt's also, ne, übernächstes Jahr hört er auf. Das wundert mich, dass der da wirklich so zu Einsätzen kommt. Ist ja nicht so, dass die Hamburger keine guten Innenverteidiger hätten, aber wenn Bruma natürlich damals wieder weg ist, also wo die den die Leihe nicht verlängern konnten oder den gekauft haben, na gut, dann bleibt natürlich was. 3 Buden von Matausch, ist klar, dass der natürlich dann drin ist. Unsere beiden Jungs jetzt oben, die beiden Neuverpflichtungen. Geile Geschichte, Papadopoulos und Matausch. So, Teamleistung. Ja, bis auf 2 Spieler, denke ich. Yaki Utake und Matausch, die es heute wirklich ganz toll gemacht haben und an allen Dingern beteiligt waren. Ja, der Rest war mau. Gut, es war ein Auswärtsspiel. Da verlangt keiner von dir, dass du hier Top-Noten hast. Vor allem nicht gegen eine Mannschaft wie Frankfurt, die auf dem Höhenflug ist nach einem Unentschieden gegen Bayern. So, Matausch ist jetzt vorne vor Jordan Ayew von Schalke, der heute ein Tor gemacht hat. Und Lewandowski, der leer ausging mit 17 Toren. Molinaro lässt sich hier nichts anmerken. Der ist weiterhin auf Top-Niveau unterwegs. Dennis Aogo genauso. Also 2 Linksverteidiger vor Kiyotake. So, das Fairplay haben wir noch. Da sind wir nach wie vor Zweiter. Bozek immer noch gesperrt. Lahm auch noch gesperrt. Manuel Neuer ist verletzt. Der hat einen Handgelenksbruch. Wie lange war der denn weg? Mal gerade mal gucken hier. Kann man das irgendwo nachgucken? Details. Das steht hier nicht drin. Saison. Karriere. Ne, irgendwo muss es doch stehen mit den Verletzungen. Wahrscheinlich wird es hier unten ja angezeigt, aber irgendwie sehe ich hier nichts. Oder er hat sich jetzt erst verletzt. Das kann natürlich sein, dass es jetzt in dem Spiel passiert ist. Mal gucken, kann ich hier auf die... Kann man das hier irgendwo sehen? Nee. Der wurde aber nicht ausgewechselt. Ja, also scheint da alles in Ordnung zu sein. Also fehlt er wahrscheinlich schon länger. Ja, das war's dann mit diesem Spieltag. Wir gehen natürlich jetzt in die Woche. Ich glaube, wir haben jetzt wieder ein bisschen Pause bis zum Hamburg-Spiel. Und dann kommt Moskau, alles klar. So, Doppelpack von Sararer zum Sieg für Bremen. Was haben wir hier? Das hat, was haben wir jetzt? Ach, Hattrick, ja genau. Tim Matausch mit dem Hattrick. 83er Stärke jetzt mittlerweile. Also er ist schon echt klasse Spieler. Da haben wir, glaube ich, nichts falsch gemacht, dass wir uns den geholt haben. Anstelle von Stokes und wie sie alle hießen. Michail Bachwarov, genau, der hat ein besseres Angebot von Girondins de Bordeaux bekommen. Da nehmen wir natürlich dann ja noch ein bisschen mehr Kohle in die Hand und versuchen uns den zu sichern. Kann ja sein, dass es ein dickes Talent ist. Kiyotake erreicht ein neues, eine neue Erfahrungsstufe. So, was haben wir denn noch? Hinweis für Sonderprämie bei Papadopoulos. 300.000, wenn er noch einen weiteren Einsatz macht. Ja, die werden mir ganz schön teuer, die Jungs. Ja, wir verlieren das Derby. Das ist natürlich ganz bitter gegen die Fürther, die zweite Mannschaft. Die haben schon 2:0 geführt. Die hatten ja Asamoah in der Mannschaft. Thomas Bledel
Ja, Statistiken, wollen wir mal schauen. Also das war eine Niederlage, die hätte nicht sein müssen. Ballbesitz wieder ganz klar für uns. Ja, die 45 Jungs aus Fürth, die haben da echt was zu jubeln. Die können dann erstmal die 10 Kilometer zurückfahren und dicken Autokorso machen. Ja, ganz spät haben wir hier anscheinend das Tor noch gemacht durch Green, aber das war zu spät. Er bekommt hier eine 2, offensives Mittelfeld hat er gespielt. Also der ist nicht schlecht. Also der hat jetzt mittlerweile eine 69, also nominell, fähigkeitenmäßig, hier außen. Der müsste nur mal mehr spielen und der müsste sich vor allen Dingen bei den Pässen hier verbessern. Das ist ja eine Katastrophe, was er da hat. Da kommt ja wahrscheinlich nichts an, wenn der irgendwelche Bälle spielt. Weil die so grottig sind. Mannschaft der Woche, klar, Matthausch, haben wir gesehen. Spielergespräche. Super letztes Spiel. 5 Moralpunkte nochmal oben drauf. Jan Envia hat seinen Vertrag verlängert bei Atletico Madrid. Was ist denn der eigentlich mittlerweile wert? Ja, 14,5 Millionen. Der ist eine Stärke von 76, 77. Also ich glaube, wir können uns hier echt nicht beschweren, dass wir den Papadopoulos bekommen haben und nicht Envia. Weil der ist ja noch älter als unser Grieche. Und ja, eine ganze Ecke schlechter, muss man einfach so sagen. Hier, guckt mal hin. Eine 81 hat der. Der ist 22. Also der ist mittlerweile 21,8 Millionen wert. 7 Millionen mehr als Jan Envia. Also das wäre wirklich ein Glücksgriff. Danke Atletico, dass ihr uns da ein bisschen unter die Arme gegriffen habt. Matosch auf einer 84. Kiyotake 83, was hat er normalerweise? Eine 81, also der ist jetzt permanent wirklich über die 80 gehüppelt. So, mal sehen, ist es bei Matosch genauso oder lebt der von seiner Form? Nee, der ist auch auf einer Grundstärke von 81 jetzt mittlerweile. Der könnte sogar hängende Spitze spielen, wenn wir da irgendwie das System umstellen wollten. 15 Millionen wert. So. 441, nach wie vor sehr, sehr hohe Teamdynamikpunktzahl. Sabitzer möchte nicht mehr fair bezahlt werden. Ich bin begeistert. Ja, im Alter kommt die Weisheit. Möchte Spielmacher sein. Ist ja Kiyotake. Warum? So, Westergaard will Stammspieler sein. Ich denke mal, er kann hier sich höhere Ziele setzen. Akzeptiert er. Also das ist ja wichtig, dass er da auch in seiner Entwicklung vorankommt. Pinola, ich würde gerne mal sagen, dass er mehr Erfahrung... was heißt hier mehr Erfahrung? Also mehr Verantwortung übernehmen muss. Jetzt habe ich's. Eswein möchte Stammspieler sein. Gut trainiert hat er auf jeden Fall. Und der Anspruch muss ja da sein. Wenn er das nicht mehr hätte, dann müsste man sich Gedanken machen. Gut trainiert auch bei Rokowski. Jetzt muss ich natürlich mal gucken, dass ich die zweite Mannschaft mal aufbaue. Alexander Stefan, gebe im Training alles. Kommt sehr gut an, die Ansprache. Dietrich hat sich sehr verbessert. Ich glaube, das kann ich ruhig sagen. Was habe ich jetzt gemacht? Körperlich stärker werden wahrscheinlich. Ich bin auch so doof. Gib im Training alles. Hier bei Eras. Das kommt auch sehr gut an. Also wollen tun sie. Jetzt sind sie auch schon wieder über 100 hier bei der... Basala soll mal seinen Fuß trainieren. Seinen schwachen. Köpke. Was hat er denn für Ziele? Möchte sich verbessern. Das ist in Ordnung. Gib im Training alles. Sag ich dem auch mal. Kommt auch sehr gut an. Also im Moment ist hier alles echt klasse. Was haben wir denn bei Simmons? Was kann ich ihm sagen? Deine Mannschaftsführung ist klasse. Das passt. Legt 2 Moralpunkte zu. Das hat echt mal klasse funktioniert jetzt, muss ich ehrlich sagen, mit diesen Gesprächen. Da war ja wirklich kaum einer dabei, der irgendwie so ein bisschen quergeschossen hat. So, Kravchenko. Ja, der ist aber auch schon alt. Zentrales Mittelfeld, 70. Geht zu Bukarest. Mandzukic verlängert. Rafinha bleibt bei Barca, genauso wie Sanchez. Isco bleibt bei Malaga. Also die Top-Mannschaften sichern sich hier erstmal alle ihre dicken, fetten Talente. Madrid hat Interesse an Westergaard, schön zu wissen. Also die kommen jetzt echt die alle aus den Löchern. Man United und jetzt Real. Ich bin mal gespannt, wann die ein Angebot machen, ob die eins machen. So, Michael Ehle wurde von Elba entdeckt. Der ist 15, hat eine Stärke von 51. 3 Talentsterne, eher offensiv, nervenstark, Härte und positionsgebunden. Das ist natürlich nicht so gut. Aber der Rest sieht gar nicht schlecht aus. Ich denke mal, mit so einen Werten musst du den einfach mitnehmen. Alles, was da über einer 50 ist, beim 15-Jährigen, beim 50-Jährigen, genau. Das muss man dann mitnehmen. Philipp Koch von Hoffenheim auf die Transferliste gesetzt. Ja, ich denke mal, wir können auch demnächst schon mal anfangen, uns mit irgendwelchen Neuverpflichtungen bzw. Möglichen Neuzugängen zu befassen für die neue Saison. Also einen haben wir ja schon auf der Torwartposition. Ich hoffe mal, dass das dem... Raphael Schäfer Beine machen wird. Westergaard bekommt hier nur eine 5. Gott, die verlieren gegen Kroatien 3-0. Papadopoulos bekommt nur eine 4, weil die auch verlieren gegen Polen. Also die Nationalmannschaften haben hier echt kein Glück. Sabitzer,
Der hat hier sogar noch, oh Gott, einen Innenbandriss. Der hat sich verletzt. Mann, Mann, Mann. Jetzt haben wir hier natürlich richtig die Kacke am Dampfen. Rutenefs verliert auch 4-0 mit seiner Nationalmannschaft. Was ist das denn hier? Matosch auch nur eine 3,5 bekommen. Boah, das war jetzt mal echt eine bittere Reise zur Nationalmannschaft. Hätte ich das nicht vorher absagen können, dass die nicht gehen oder so. So, ja, mit Hamburg haben wir auch noch eine Rechnung offen. Die haben uns ja das letzte Mal besiegt. Da fing das ja so ein bisschen an, alles. Mit dieser Schleife nach unten. Ja, das haben wir jetzt davon. In Form von 7 bei Vestergaard, Papadopoulos bei einer 9. Da ist jetzt echt mal die Kacke am Dampfen. 12.04. Der fehlt uns ganze 2 Monate. Boah, ich hasse Österreich. Die sind schuld. Gebhardt ist da besser. Den, was hat er denn da für eine Stärke? Haben ungefähr die gleiche Stärke. Kann ich die beiden mal vergleichen? Wen habe ich jetzt hier genommen? Ich weiß gar nicht, welchen Spieler ich jetzt hier habe. Wen wollte ich denn jetzt? Wahrscheinlich S-Wein. Jetzt habe ich 2 S-Weins, ich habe es gewusst. Vergleich mit, machen wir das Ganze nochmal. Wo ist denn hier Gebhardt? Timo Gebhardt, da ist er. Ja, Gebhardt ist in 17 Fähigkeiten im Moment besser. Offensives Stellungsspiel. Ist ganz klar S-Wein besser. Aber bei Reaktion, Ruhe, ja, Konstanz, da sind sie beide nicht gut. Das merkt man auch, dass S-Wein da nicht gut ist. Es ist nicht nur so ein optisches, nee, nicht ein optisches Gefühl, aber so ein Gefühl von mir gewesen, dass der einfach einmal gut spielt und einmal dann Kreisklasse. Ja, ich denke mal, die tun sich beide nichts viel, nicht viel. S-Wein ist da in der Balance, ist er besser. Er ist auch, was die Schnelligkeit und Antritt und alles angeht, ist er besser. Robuster tun sich beide nichts. Also ich denke mal, dann werde ich S-Wein spielen lassen, weil einfach S-Wein mehr das ist im Moment, was ich suche. Gegen Hamburg schnell, schnelle Jungs. Und das ist natürlich jetzt ganz bitter mit Sabitzer. Kann ich mit dem labern oder so? Ne, kann ich nicht. Kann ich den mal irgendwie loben hier, dass er sich verbessert hat? Ne, will er nicht. Hat anscheinend einen Hals, verständlicherweise. So, die Sachen machen wir noch fertig hier. 110.000 für einen Sieg gegen den HSV. Internationale Nominierung haben wir gesehen. Spitzenspiel, zweite Mannschaft gegen die Stuttgarter Kickers. Okay. Malocha verlängert, Sabitzer verletzt, haben wir auch gesehen. Genau, das sind die 300.000, die wir dann demnächst, also jetzt, heute, für Papadopoulos bezahlen müssen. Castaños hat verlängert. Bei Newcastle, der ist aber auch verletzt. 10 Wochen, der hat einen Schien- und Wadenbeinbruch. Also den Jungen hat es auch da zurückgerissen. Und Bachwarow haben wir bekommen. Jetzt kommt wahrscheinlich das negative Erwachen. Nein! Geil, ein 4-Talentsterne-Mann, der natürlich ein schwieriger Mensch ist und positionsgebunden ist, aber das soll mich jetzt erstmal nicht stören. So, was bekommt denn der? Der bekommt eine Sonderbetreuung. Der bekommt hier einen... Nee, ich muss ja erstmal die Trainingsziele einstellen. So, das ist natürlich ein Kerl, der ist defensiv. Der muss natürlich hier mit Grätsche und so weiter, muss der hantieren. Zweikampf, der muss natürlich robust sein. Sonst nützt ihm das als Programmstärke auch nichts, wenn er ständig weggecheckt werden kann. Und dann machen wir hier noch die Pässe rein. So, und jetzt kriegt er hier einen Mentor. Da ist hier ein defensiver Mann. Normalerweise muss doch irgendwo einer sein, der defensiv ist. Genau, Van Hagen kann das machen. Bei der Robustheit. Obwohl, da können wir auch einen anderen nehmen. Ist ja nicht so wichtig. Vielleicht Vestergaard. Einfach nur, weil er dann... Ich hoffe, dass wenn er einen besseren Mentor bekommt, dass er sich auch schneller entwickelt, weil Van Hagen ist natürlich kein Vestergaard, logisch. So, Scouting abgeschlossen von den Russen, Lokomotive. Duisburg hat Interesse an mir. Van Hagen ist wieder fit. So, zweite Mannschaft, wie sieht's hier aus? Aufstellungsassistent, ändert sich nichts. Arnold hat eine 70 jetzt, permanent. Der kommt natürlich nächste Saison dann auch wieder hoch. Wenn er nicht ausgeliehen wird, müssen wir mal gucken. Notnagel ist im Moment schlecht, also Green muss da eigentlich spielen. Aber der fehlt, dem fehlen natürlich da ganz gewaltig viele Punkte. Gegenüber Notnagel. Deswegen, ich versuche mal mit ihm hier zu quatschen. Ich hätte gern gesagt, dass ich ihn in Topform brauche. Geht im Training alles. Naja, klappt nicht ganz. Hier müssen wir noch ein paar Mentoren anpassen, weil schon wieder Hofmann. Ja, dann nehmen wir diesmal wieder... Wen haben wir denn hier? Mattausch, das Einzigen. Dann nehmen wir den natürlich auch. So. Jetzt müssen wir gucken, für Hamburg die Mannschaft einstellen. Letztendlich. Das ärgert mich so, dass es jetzt hier so durch diese blöde Nationalmannschaften so nach unten gezogen wurde alles.
Kann ich den hier... Ne, ich kann gar nichts mehr sagen zu ihm. Naja, müssen wir mit leben, ne? Also, es nützt ja nichts. Vergleich. Ja. Papadopoulos, Eto, klar. Sonderbewachung, Van der Vaart. Der aber sowieso machen wird, was er am Mörser will. Wie immer. Und Vollner auch noch drauf. Ist jetzt egal. Ansonsten sieht es hier nicht so überragend aus. Da ist Hilbert, nochmal mit seinem schönen Bild. Rekovic, Chiellini natürlich und Adler hinten. Letschaks, Linksverteidiger, Jansen. Ja, vielleicht ist Westermann so ein bisschen die Schwachstelle. Also genau wie im wahren Leben momentan. Da habe ich auch das Gefühl, dass der HSV wahrscheinlich besser ohne ihn spielt. Naja, gut. Der HSV wartet. Hier machen wir ein schönes 3D-Spiel. Und danach dann geht's ab nach Moskau. Innerhalb von einer Woche dann die zwei Spiele, dazwischen noch Hertha. Es wird heiß, Leute. Freue mich.